RoboCop 3 macht alles richtig. Er bietet grandiose Action, wunderbar geschriebene Charaktere, eine gefühlvolle Geschichte, die unter die Haut geht. Und er sieht im Gesamten einfach unfassbar gut aus. So Leute, verarsche ich euch oder nicht? Das werdet ihr heute im Laufe des Videos herausfinden. Auf jeden Fall serviere ich euch heute mal wieder alles von A wie Produktion bis Z wie Kritik und Fazit. Und das Ganze mit nur allen erdenklichen Spoilern, ihr kennt ja das Spiel. Orion Pictures, die Filmschmiede, die auch schon RoboCop 1 und 2 machte, die steckte Anfang der 90er in finanziellen Schwierigkeiten. Eine Reihe von Flops hatte dazu geführt, dass die Firma tatsächlich am Rand der Zahlungsunfähigkeit stand. Was übrigens auch mit ein Grund war, warum die Vertriebsrechte an Addams Family, den ja Orion Pictures noch gemacht hatte, noch vor Kinostart an Paramount verkauft wurden. Doch an RoboCop 3, da hielt man fest. Und man überlegte sich Strategien, wie man dieses hochverehrte Franchise einem großen Publikum noch schmackhafter machen könnte. PG-13. Also eine Freigabe vergleichbar mit einer 12er Freigabe bei uns. Ein Franchise, das eigentlich fast schon als Splatter-Film angefangen hatte, sollte jetzt mit diesem dritten Teil familienfreundlich werden. Umfragen hatten nämlich ergeben, dass RoboCop gerade bei den Kleinen ziemlich erfolgreich war. Es gab RoboCop-Cartoon-Serien, es gab RoboCop-Spielzeug. Also her mit dem Kino-Event für die ganze Familie. Das wäre die Rettung für Orion gewesen und die Dollars, die wären nur so geflossen. So war zumindest mal der Plan. Für das Drehbuch wurde hier erneut nach Teil 2 wieder Frank Miller engagiert. Die ursprünglichen Autoren des Originals, Ed Neumeier und Michael Miner, die bekamen hier in diesem Film lediglich einen Credit als Schöpfer der originalen Figuren. Und Miller, der brachte hier auch wieder viele Ideen mit ein, die eigentlich schon im Drehbuch zum zweiten Teil drin standen, dort aber rausgeschmissen wurden. Als Regisseur für diesen dritten Teil konnte man Fred Decker gewinnen. Und den kennt man jetzt zum Beispiel als Regisseur von Night of the Creeps oder Monster Squad. Hat irgendjemand eigentlich schon Monster Squad gesehen und kann ihn empfehlen? Der ging bisher tatsächlich irgendwie völlig an mir vorbei. Fred Decker, der bekam dann von Orion relativ viel Narrenfreiheit, weil die ja mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren. Er änderte dann daraufhin einiges aus dem Drehbuch von Frank Miller, dem das nach Teil 2 schon wieder passiert ist. Deckers neuer roter Faden war der: RoboCop recht, Louis tot. Ja, Louis stirbt hier in diesem Film. Und außerdem wurde auch der insgesamt sehr düstere Ton von Miller in etwas deutlich leichter konsumierbareres abgeändert. Angeblich fragte Decker auch bei seinem Kumpel Shane Black nach, ob der ihm nicht beim Skript überarbeiten helfen wollte. Black war zu diesem Zeitpunkt aber selbst schwer beschäftigt an seinem Skript zum genialen The Last Boy Scout. Immerhin gab es dann hier in diesem Film für ihn einen kleinen Cameo-Auftritt. Diese erneute starke Einmischung in sein Werk, die brach Frank Miller schier das Herz. Er verließ dann nach diesem Projekt Hollywood und ließ sich viele, viele Jahre nicht mehr blicken. Bis dann 2005 Robert Rodriguez ihn dann doch für eine Verfilmung von Sin City überzeugen konnte. Und für Fred Decker war dieser Film tatsächlich auch so etwas wie der Sargnagel. Danach gab es nämlich nur noch Jobs als Autor von Fernsehpiloten oder er überarbeitete Scripts anderer. Jahre später, da entschuldigte er sich dann immerhin für diesen dritten Teil. Die Geschichte hier bei RoboCop 3, die wurde diesmal ziemlich groß, international und auch recht politisch angelegt. Es geht um faschistoide Systeme, um Freiheitskämpfer und um Roboter-Ninjas. Basil Poliduris, den konnte man auch wieder als Komponist für diesen Film gewinnen. Und neben ein paar neuen Themes, da brachte er dann auch wieder das Original RoboCop-Motiv aus Teil 1 mit. Selbst ein Phil Tappert für die visuellen Effekte und Rob Bottin für den Anzug waren ebenfalls wieder mit an Bord. Aber beide, die bekamen nicht wirklich viel zu tun. Die visuellen Effekte, die halten sich hier wirklich in Grenzen. Bis auf ein paar Flugszenen mit RoboCop im Jetpack? Ja, er hat hier einen Jetpack. Oder eben ein paar Sekunden at 209. Und der Anzug, der hier in diesem dritten Teil verwendet wird, der stammt tatsächlich noch aus dem Bestand von Teil 2. Bottin hat hier den Anzug im Film lediglich am Halsteil ein bisschen angepasst, damit er dem neuen RoboCop-Darsteller besser passt. Und die Farbe des Anzugs wurde dann auch wieder ein bisschen grauer gemacht, damit es mehr dem Originalanzug aus Teil 1 ähnelt. Und der neue RoboCop-Darsteller hier in diesem Film ist Robert John Burke. Den kennt man jetzt zum Beispiel aus dem kleinen Geheimtipp Dust Devil oder aus der Stephen King Verfilmung Thinner. Peter Weller, der kehrte hier leider oder für ihn besser gesagt zum Glück nicht zurück. Angeblich wäre er tatsächlich bereit gewesen, die Rolle nochmal zu spielen, aber zu dem Zeitpunkt, da stand er schon vor der Kamera zu Naked Lunch. Achtung, sehr geil, Gerüchten zufolge war sogar American Ninja Michael Dudikoff für die Rolle des RoboCop im Gespräch. Da der
jedoch eine ziemlich enge Freundschaft wohl zu Weller pflegte, sagte er für diese Rolle nicht zu. Der neue Robocop-Anzug, der war jetzt eben für Burke keine Maßanfertigung und deswegen war es für ihn ziemlich unbequem, darin zu spielen. Und er konnte sich dann eben nicht so bewegen, wie er es gern getan hätte. Und das ist wohl mit ein Grund, warum der Robocop hier in diesem Film manchmal ein bisschen unbeholfen und stachsig wirkt. Der weitere Cast. Nancy Allen spielt wieder Ann Lewis, Robert Doki und Felton Perry waren ebenfalls wieder in ihren bekannten Rollen dabei, aber der alte, der Chef von OCP, gespielt von Ed O'Hurley, der war diesmal nicht dabei. Er wurde hier in diesem Film von einem Rip Thorne ersetzt, als neuer OCP-Chef. Für die Rolle des Rehab-Anführers Paul McDaggett war sogar Kultmeme Tom Atkins im Gespräch, der zum Beispiel eben auch in Night of the Creeps eine Hauptrolle hat. Man wollte jedoch einen waschechten Briten für die Rolle, weil die Figur im Film, die war eben ein Brite. Also engagierte man John Castle. Der japanische Konzernchef Kane Mitsu, der wird hier übrigens von Marco gespielt, den man jetzt zum Beispiel als den Zauberer aus Conan kennt. Und wer jetzt Bock auf eine geile Filmbesprechung zu Conan kriegt, ich hab's euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Roboter Ninja Otomo, der wurde hier von einem Bruce Locke verkörpert, der übrigens null Erfahrung in Martial Arts hatte. Und der Name Otomo war übrigens eine Anlehnung an Akira-Schöpfer Katsuhiro Otomo. Die Produktion, die begann dann auch kurz nachdem Teil 2 bereits angelaufen war. Die Dreharbeiten fanden bereits 1991 in Atlanta statt, aber bis zum tatsächlichen Kinorelease verging tatsächlich nochmal gute 2 Jahre. Ursprünglich war sogar Weihnachten 1992 als Kinostart angedacht, weil Weihnachten, familienfreundlicher Film, Merchandise. Die ganzen Probleme rund um Orion, die sorgten dann aber schlussendlich dafür, dass der Film erst am 5. November 1993 in den Staaten herauskam. In Japan dagegen war der Kinostart tatsächlich schon im April 1993 und er landete dort tatsächlich auf Platz 1 der Kinocharts. Ebenso auch in Frankreich. Kinostart bei uns war dann der 5. Mai 1994 und der Film, der startete diesmal mit einer 16er Freigabe. Aber ganz ehrlich, eine 12er Freigabe hätte es auch getan. Der Film hatte diesmal ein Budget von gerade mal 22 Millionen Dollar und zum Vergleich, Teil 2 kostete 30 Millionen Dollar. In den Staaten spielte er 10,7 Millionen Dollar ein und insgesamt weltweit waren es gerade mal 47 Millionen. Die Kritiken zu diesem Film, die fielen diesmal nahezu einstimmig vernichtend aus. Und meine, die gibt's dann im Anschluss an die Inhaltsangabe. OCP ist fast am Ende. Die Träume von Delta City sind in weiter Ferne und die Firma steht kurz vor der Übernahme durch den japanischen Großkonzern Kanemitsu und die wollen das Delta City Programm schnell umgesetzt sehen. Mit Hilfe der Rehab, seiner SS-gleichen Spezialeinheit unter der Führung des sadistischen Paul McDaggett, will OCP haufenweise Blocks, in denen immer noch Familien wohnen, diese so schnell wie möglich räumen und dann abreißen. Unter den Einwohnern hat sich ein Widerstand gebildet, der so gut es geht probiert, den Einfluss von OCP und den Einsatz der Rehabs zu vereiteln. Ein kleines Hacker-Genie namens Nico wird dann bei diesen Reibereien von ihrer Familie getrennt und sie wird vom Widerstand aufgenommen. Zusammen rauben sie dann ein Waffenlager aus und dort finden sie dann auch den Prototypen von Robocops Jetpack und den nehmen sie auch mit. Robocop selbst, der soll den Rehabs als waschechtes OCP-Produkt bei der Räumung helfen. Doch der sträubt sich. Und eine Dr. Lazarus soll dann eine Neurobarriere bei ihm einbauen, damit Murphy keine Gefühle mehr zeigt. Heimlich zerstört sie jedoch den Chip. Murphy und Lewis werden dann kurz darauf zu einer Kirche gerufen, in der sich Rebellen und Zivilisten verschanzt haben. Sie sollen den Rehabs bei der Räumung helfen. Aber sie bemerken dann diese Ungerechtigkeiten und sie stellen sich gegen die Rehabs. Obernazi McDaggett, er erschießt dann daraufhin Lewis. Und auch Murphy, der kriegt einigen Schaden davon. Kurz vor Lewis' Tod verspricht er ihr auf jeden Fall noch, dass er McDaggett finden wird und zur Rechenschaft ziehen wird. Die Rebellen können auf jeden Fall dann Dr. Lazarus für sich gewinnen und die bringt dann Robocop erstmal wieder auf Vordermann. Dabei wird dann auch die wichtige Direktive 4 gelöscht, kein Vorgehen gegen OCP-Vorgesetzte. In der Zwischenzeit hat dann der japanische Großkonzern Kanemitsu den Roboter-Ninja Otomo zu OCP zur Unterstützung geschickt. Den Rehabs, denen gelingt es, die Basis des Widerstands zu finden und dabei wird die Anführerin getötet. Gleichzeitig führt OCP dann auch noch eine Schmutzkampagne gegen Murphy. Der beginnt dann wiederum seinen eigenen Feldzug gegen McDaggett. Zur Not auch in einem pinken Luden-Cadillac. OCP geht immer mehr vor die Hunde. Desillusionierte Mitarbeiter schmeißen sich aus dem Fenster und schlussendlich fordern sie sogar dann noch die Unterstützung der Polizei ein. Sie sollen den Rehabs bei der Räumung der letzten Blocks helfen. Doch die Cops, die weigern sich. Und es kommt zum letzten Kampf zwischen Einwohnern und Cops auf der einen Seite und Rehabs und bezahlten Straßenpunks auf der anderen Seite. Gleichzeitig trifft dann Murphy erstmals auf Otomo.
Es kommt zu einem Kampf, den Murphy erstmal für sich entscheidet. Dann kommt er mit Hilfe des Jetpacks zu dieser Straßenschlacht angeflogen und mischt dort erstmal ordentlich mit. Bis es dann im Hauptquartier von OCP zum letzten finalen Kampf gegen McDaggett und zwei neuen Otomos kommt. Wir erinnern uns, da gab es ja dieses kleine Hacker-Genie Nico. Und sie schafft es mit Hilfe ihres Laptops, den sie ja immer dabei hat, die zwei Otomos so umzuprogrammieren, dass die sich gegenseitig die Köpfe abhauen. Das aktiviert dann wiederum einen Selbstzerstörungsmechanismus in einem Koffer, der immer in der Nähe von den beiden ist. Und die halbe OCP-Zentrale fliegt dann samt McDaggett in die Luft, während Robocop, Dr. Lazarus und Nico sich gerade noch retten können. Die Schmutzkampagne rund um Murphy wird ebenfalls aufgelöst und zum Schluss erscheint sogar ein Kanemitsu höchstpersönlich. Dem scheint die ganze Zeit nicht wirklich bewusst gewesen zu sein, wie rabiat OCP tatsächlich gegen Detroits Einwohner vorgegangen ist. Er feuert also den CEO und erweist dann noch Robocop die Ehre. Der frisch gebackene Ex-Chef meint dann noch zu Robocop, sie werden Murphy genannt, nicht wahr? Und er nur, meine Freunde nennen mich Murphy. Für sie bin ich Robocop. Und Abspann. Leute, gefällt euch bisher mein Video, würdigt ihr meine Arbeit, dann dankt es mir doch mit einem fetten Daumen nach oben und gerne auch einem neuen Abo, falls ihr noch nicht habt. Und ich sag dafür schon mal vielen Dank. Robocop 3 ist eine Frechheit für alle erwachsenen Robocop-Fans damals gewesen und auch heute. Aber ich muss gleich eine Sache anmerken. Ich weiß, dass es genügend Leute da draußen gibt, die diesen Film tatsächlich als Kind das erste Mal gesehen haben. Und unter diesen Zuschauern, die jetzt ja auch schon erwachsen sind, hat er durchaus seine Fans. Wobei auch die jetzt als Erwachsene natürlich sagen, okay, der Film, er ist halt ein Guilty Pleasure wegen Kindheit und so. Und klar ist er nicht so gut wie die ersten beiden Filme, speziell jetzt Teil 1. Als der Film jetzt dann beginnt, sieht man im Zimmer von Nico haufenweise Robocop-Spielzeug. Und das ist in meinen Augen schon der erste große Kritikpunkt. Der Film war irgendwie wohl darauf ausgelegt, Merchandise zu verkaufen. Orion Pictures wollte mit allen Mitteln ihren Kopf aus der finanziellen Schlinge ziehen. Wenn man nun die Hintergründe rund um Orion kennt, dann kann man dafür fast schon Verständnis haben. Tut es aber dem Film gut? Eher nicht. Genauso wenig, dass man hier jetzt Peter Weller ersetzt hat. Seine gefühlvolle und gleichzeitig irgendwo stoisch und grazile Darstellung des Robocop wich hier einer etwas unbeholfenen, stachsigen und meiner Meinung nach unnötig menschlichen Darstellung, weil es wohl so im Drehbuch stand, zumindest das mit dieser Gefühlsduselei. Immerhin, das hat mir gefallen, ähneln sich Burke und Weller irgendwo, wenn man sie ohne Helm sieht. Aber grundsätzlich wegen der Darstellung, finde ich, kann man Burke fast schon keinen Vorwurf machen. Er steckt in einem Anzug fest, der ihm viel zu klein war. Daher lasse ich ihm die Darstellung durchgehen, aber nicht den Machern, die diese Entscheidung getroffen haben. Wieder probierte man hier eine Botschaft reinzuquetschen und die war diesmal sogar politischer als je zuvor. Rudimentär ging es immer noch um Kritik am Kapitalismus und dass da draußen immer ein noch größerer Hai schwimmt, der dich fressen kann. Aber vielmehr wurde hier irgendwo der Versuch unternommen, Kritik an totalitären Systemen zu üben. Mit SS-gleichen Säuberungskommandos auf der einen Seite und einem Widerstand auf der anderen. Und ja, ein klein wenig Satire findet man auch hier, die aber jetzt eher selten zündet. Außer der Typ, der den Hechtsprung aus dem Fenster macht. Wegen seiner Handlung bzw. seiner Message, die er vermitteln will, könnte man diesen Film tatsächlich irgendwo als linksliberal sehen. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Grund, warum der Film gescheitert ist. Weil Robocop war ursprünglich eben eine Figur, die eher konservative Zuschauer angesprochen hat. Ich sag nur amerikanische Jesusfigur mit einer furchtbar dicken Knarre, die er bei Bedarf auch wechseln kann und sich mal ein MG oder einen Flammenwerfer an den Arm schraubt. Und dann auch ab und zu mit dem Jetpack durch die Gegend fliegt, weil das passende Spielzeug samt Zubehör will ja verkauft werden. Dann haben wir hier in diesem Film eine Figur namens Lazarus. Dr. Lazarus, echt jetzt Leute? Die Figur, die Jesus erweckte? Also subtil geht anders. So, jetzt kommt ein bisschen mein Aber. Ich finde, man hätte diesen ganzen Blödsinn, der ja diesem komischen Script-Mashup geschuldet ist, vielleicht noch ein bisschen bei der Inszenierung retten können. Dafür wäre für den Film aber ein ordentliches Budget nötig gewesen. Denn ich finde, bei so viel Schwachsinn, was da verzapft wird, da hätte er ja wenigstens wuchtig aussehen können. Aber er ist deutlich kleiner als die beiden direkten Vorgänger. Und 1993 war dann auch das Jahr, in dem jetzt zum Beispiel ein Jurassic Park oder ein Last Action Hero in die Kinos kam. Und die zeigten, wie richtig groß angelegte Filme aussehen müssen. Dagegen wirkt Robocop 3 eben mit seinen kleinen, uninspirierten Sets fast schon wie eine TV-Produktion. Und obwohl im Film relativ viel passiert, ist das Tempo irgendwo ziemlich unausgegoren. Es gibt viele Szenen, wo der Film einfach nur so vor sich hindümpelt. Die Action, die ist überwiegend unspektakulär inszeniert. Otomos Martial Arts Skills sind ein Witz. Und visuelle Effekte gibt es weniger und auch schlechter zu sehen wie bei den beiden Vorgängern. Wenn wir schon bei der Action sind, das einzige Blut, das spritzt, ist, als Lewis erschossen wird. Und ansonsten meine ich tatsächlich keinen einzigen Tropfen hier in diesem Film gesehen zu haben. Selbst ein Ad 209, also die Maschine, die im
Erstling Menschen noch in blutige Fetzen schoss, kann hier auf einmal von einem 8-jährigen Nico einfach so gehackt werden und bringt jetzt auf einmal Sprüche wie: Ich bin berechtigt zu folgen wie ein Schoßhündchen. Und auch schade, Louis Tod, der wurde einfach ruckzuck abgehandelt, damit wir so schnell wie möglich mit der neuen Leading Woman, also Dr. Lazarus, weitermachen können. Fand ich halt auch irgendwie sehr, sehr schade. Louis hätte Besseres verdient. Murphy selbst, der kriegt ebenfalls wenig große Szenen. Gefühlt liegt er die Hälfte vom Film irgendwo rum, weil er ständig kaputt geballert wird. Und Murphy, der ist so zahm geworden. Mann, Mann, Mann. Wenn ich mir überlege, im ersten Teil, da hat er den Schurken echt noch die Eier weggeschossen. Und hier ballert er halt den Leuten einfach mal die Waffe aus der Hand. PG-13. Und gefühlt nehmen auch alle anderen Figuren und ihre kleinen Nebengeschichten mehr Raum ein wie die eigentliche Titelfigur. Es gibt bei diesem Film auch insgesamt relativ wenig erinnerungswürdige Szenen. Gut, da gäbe es jetzt Murphy im Jetpack oder auch Murphy in einem pinken Pimp Cadillac oder ein halb kaputter Otomo, der hier grinst, als wäre er Nick Cage am Set von Face Off. Diese Szenen, die fallen dann schon so ein bisschen in die Kategorie Fremdschämen, haben für mich persönlich aber dann trotzdem einen sehr seltsamen Charme, dem ich mich manchmal nicht entziehen konnte. Unterhaltsam fand ich dann tatsächlich auch alle Szenen, in denen die Straßenpunks vorkamen, weil die einfach so trashig doof agiert haben. Ich meine, da gibt's eine Szene, da probiert einer sich einen Rehab-Helm aufzuziehen, kriegt's aber einfach nicht gebacken, weil sein Hero stört. Das fand ich echt irgendwie großartig. Und ebenfalls großartig, ja, weil es großartig ist, ist der Score des Films. Basil Poliduris war ja nach Teil 1 wieder mit am Start. Und dass er seinen Robocop-Sound wieder mitbrachte, ist tatsächlich das Beste auch im ganzen Film. Kann man jetzt Robocop 3 empfehlen? Wer noch nie die Vorgänger gesehen hat und Trash mag, wer gerade 9 Jahre alt ist oder wer damals als 9-Jähriger Robocop 3 kennengelernt hat oder wer immer noch einen 9-Jährigen in sich trägt, also so wie ich, für den kann der Film funktionieren. Wer den Film als kleine TV-Produktion seiner Zeit ansieht, die der Film ja nicht ist, der kam ja schließlich ins Kino, für den kann der Film auch funktionieren. Für alle anderen, die nicht in eine der eben genannten Kategorien fallen, ist dieser Film mit großer Wahrscheinlichkeit eine Frechheit und ein Riesenhaufen Dünnschiss. Was aber, so ehrlich muss man sein, einfach das Ergebnis der ganzen Probleme rund um Orion war. Vor meiner abschließenden Wertung möchte ich aber noch kurz ein, zwei Sätze loswerden. Ein Robocop 3 ist mir persönlich 10-mal lieber wie so ein Quatsch wie Quantumania oder das allermeiste andere jetzt speziell von Disney, was uns heutzutage als Blockbuster verkauft wird. Ich ertrage diese seelenlose, generische Scheiße einfach nimmer. So, ab zur Wertung. Als wirklicher Robocop-Film, im direkten Vergleich jetzt dann auch zu seinen Vorgängern, eine 1 von 10. Für den 9-Jährigen in mir ist er eine 7 von 10. Und ganz nüchtern betrachtet, weil ich phasenweise mit diesem Blödsinn doch meinen Spaß hatte, eine 4 von 10. Bam! Und das war heute echt nicht einfach. Freunde, wie ist eure Meinung zu diesem Film? Lasst es mich doch sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch hier ein paar weitere Videos von mir genießen. Und ich sag ciao, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.